bin Andreas Güldner und wir versuchen, den Weltrekord im Skandalopetra-Tieftauchen aufzustellen. Skandalopetra ist eine uralte Disziplin des Freitauchens. Das heißt, man geht ohne Sauerstoff in die Tiefe, wie damals schon die Schwamm- oder Perlentaucher. Man darf dabei keinen Anzug verwenden, keine Flossen. Es ist nur der Stein, Tiefe und ich. Für meinen Weltrekordversuch bin ich sehr gut vorbereitet. Seit 3 Wochen trainiere ich intensiv und ich habe auch schon 100 Meter erreicht, 100 Meter Tiefe, und jetzt fehlen nur noch die letzten 8 Meter, die mich vom Weltrekord trennen. Mir geht's ganz gut. Ich würde sie gleich im Wasser zeigen, wie entspannt ich sein kann. Ich dachte, das geht immer weiter, es geht immer weiter, und ich kann immer tiefer tauchen und ich kann immer länger da unten bleiben, und dann war das Seil zu Ende und genau im richtigen Moment.